Was ist passiert? Theresa? Papa? Mama? Lars! Oh mein Gott! Warum bist du so? Was? Du hast ja schon... Lars hat einfach nach seiner Geburt... Ist er einfach schon so groß wie ein normaler erwachsener Mann. Und er hat ein Feuerzeug auf dem Rücken. Wo sind wir hier, Lars? Alter, was ist das denn? Was sind das für komische Bildschirme? Hey, ich glaube, da wurden wir gerade... Lars, wir sind gerade geboren. Das ist es. Junge. Was? Meine zwei kleinen Babys. Alter, sieht unsere Mutter schrecklich aus. Was ist mit der ihrem Mund passiert? Was ist mit ihren Haaren passiert? Was ist mit der ihren Augen passiert? Wie die euch nur edeln, sagt was Theresa. Was ist denn mit Theresa passiert? Was heißt hier, wir edeln uns, Alter? Wir sehen in keinster Weise nur ähnlich so aus wie ihr. Wir gehören hier nicht hin. Gagagugu, was? Oh ja, danke, Hebamme Theresa, dass du meine Frau so lieb unterstützt hast, sagt Papa. Das ist nicht mein Papa. Das ist Trevor. Das ist wirklich Trevor von das GTA. Das ist Trevor. Das stimmt hier alles nicht. Ein Geschenk. Eine Frage frage ich mich allerdings, sagt Dr. Scheel. Was? Was fragst du dich bitte? Ha? Sehen wir etwa so aus, als ob wir zu dieser Familie gehören? Eine Sache frei. Warum können die schon laufen? Warum können die schon laufen? Naja, könnte vielleicht daran liegen, dass wir schon über 20 Jahre alt sind. Nein, das haben die vom Papa. Er war auch schon ein Frühläufer. Ey, weißt du was? Ich glaube, ich gebe mir das hier gar nicht mehr. Lass mal hier einfach abhauen, Alter. Hier, ich glaube auch, dass die ein bisschen betrunken sind. Das ist komische Sprechstunde, die sie da gerade haben. Gugu. Okay, wir lassen euch mal mit eurer komischen Sprechstunde da alleine. Aber nicht so früh. Komm, komm durch. So, lass abhauen einfach. Ist egal. Lass hier zu den anderen Babys hingehen. Was ist das hier? Das ist so Babyparty. Was ist das für ein Baby, Alter? Könnt ihr auch Breakdance tanzen? Weiß nicht. Ah, Theresa, meine Babys laufen davon. Lass mal verstecken hier bei den Babys. Leg dich einfach hin. Denkst so. Du könntest Breakdance? Ey, yo, Bro, kannst du Breakdance tanzen? Ja, voll nice. Bleib einfach liegen, dann passiert dir nichts. Bleib einfach liegen, Lars. Alles gut. Ich bin leise. Die sind da hinten, die gucken schon. Alles in Ordnung. Alles easy going. Ich kann es nicht, ich mach mir gleich in die Windel. Mann, ich mach mir auch gleich in die Windel, deswegen bleib einfach liegen. Die ganzen anderen Babys, die werden das schon alles irgendwie ein bisschen regeln. Alles gut, die suchen uns, die werden uns schon nicht bemerken. Siehst du, wie flach dieses eine Baby da vorne ist? Aber die sehen alle gleich aus. Ja, Mann, das eine Baby ist echt so glatt wie so ein Dings Papier, gell? Okay, Lars, pass auf drei. Wir müssen gleich rennen, wenn es zu knapp wird. Welche gehören denn mir? Eins, zwei, 30. Drei! Los, renn, komm mir hinterher. Los, die merken das nicht. Alles gut. Da sind sie, die laufen davon. Wohin das? Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Die kommen gleich. Nimm dir einfach diesen Chopper hier und fahr noch. So, okay, ich nehm das Motorrad. Oh mein Gott, ich kann doch gar kein Motorrad fahren. Nein. Oh Gott, okay, ich fahr. Ah, das sind die Eltern. Wieso kann ich Fahrrad fahren? Ja, du kannst schon Fahrrad fahren und ich kann schon Motorrad fahren. Okay, Lars, pass auf. Oh, die können ja fahren, sogar besser als ihr Papa. Alter, was ist das denn? Hier rechts, Lars, komm. Okay, gut, wir sind weg. Alles easy, Lars. Jetzt müssen wir erstmal links, rechts, vor links gucken. Alter, ich bin so klein, ich kann nicht mal über meinen Lenker drüber gucken. So, dann lass mal hier ein bisschen fahren. Wir brauchen Blinker angemacht. Wir brauchen irgendwo etwas, Lars, wo wir Dings sicher sein können. Wir brauchen etwas, was... Wie wäre es, wenn wir einfach jemanden überfallen und seine Wohnung klauen? Nein, wir müssen irgendwie einfach sicher gehen und sicherstellen. Gangster-Babys. Wir sind echt Gangster-Babys, Alter. Gerade erst... Hier, das ist ein guter Ort. Die Krabbelgruppe. Das Ding hier. Junge, das ist es. Da müssen wir rein, Mann. Da werden wir niemals Hände auffallen. Oder ich schieße. Lars, hast du da gerade das Haus überfallen? Lässig. Pass auf. Guck mal da. Was steht da dran? Klingel. Die Krabbelgruppe. Okay. Krabbelgruppe. Hallo? Herein. Okay. Hallo? Hallo? Ist da die Krabbelgruppe? Lars, du bist so riesig, gell? Ich setz mich hin und lese erstmal ein Buch. Aber wo ist derjenige, der uns hier hereingebeten hat? Sagt nicht immer irgendjemand Hallo? Was ist das denn hier? Das ist hier die Garage für Autos. Hier ist so ein kleiner Hintergang. Kann man die Garagen aufmachen? Nee, die kriegen wir gar nicht auf. Was ist das überhaupt? Was ist das hier für ein Haus? Hä? Glaubst du, die sind oben?
Liest du gerade ein Buch oder was? Ja, ja, klar. Gerade erst geboren. Schon kannst du lesen, gell? Hä? Hier oben ist auch niemand. Hä? Runter vielleicht? Ah! Was? Okay, nix, ist nix. Hier unten sind einfach nur ein paar Leute. Alter, was? Hier ist ja voll die Babyparty am Steigen, so. Das ist so ein Partykeller. Guck mal, das Baby hat voll die Muskeln. Stimmt. Der hat einfach schon so ein Sixpack, dieses Baby. Hey, und da ist das Baby mit dem riesigen Mund, was wir in der Dings da gesehen haben. Ah. Auch abgehauen einfach. Abgefahren, abgefahren. Was haben wir hier? Das ist hier Toilette und sowas. Lässiger Style. Ja, wo ist derjenige, der uns hier reingebeten hat? Kann uns jemand hier irgendwie einführen von denen? Hey, was darf's sein? Dieses geile Leben. Was? Boss. Ah, das tat gut. Hä? Was ist das? Oh, das ist der Boss einfach. Was ist das, der Boss? Hallo, zwei neue Babys. Hallo. Junge, das ist einfach das Boss-Baby von allen Babys. Der ist genauso groß wie du, Lars. Abgefahren. Echt? Ja, Mann, guck mal. Nee, du bist sogar nicht das zweite Boss-Baby. Du bist sogar noch größer als er. Du bist eigentlich das Boss-Baby. Wie heißt ihr? Ihr müsst doch registriert werden. Wie heißen wir? Also, ich heiße Baby Roman, das Baby Lars. Und wir sind Babys. Ihr sagt eure Namen, ich sage meinen Namen. Und eure Namen verschwinden. Was? Wie meinst du das, Salah? Also, wir sind hier eigentlich nur hergekommen, um uns zu verstecken. Dürfen wir uns hier verstecken? Weil unsere Eltern suchen uns so. Ihr habt euch genug entspannt, Jungs. Riesenbaby ist draußen und treibt Unfug. Was? Riesenbaby? Wir wollten gar nicht Riesenbaby suchen. Wir wollten uns eigentlich nur hier unten verstecken. Ein paar Süßigkeiten fetzen und ein bisschen hier einschlafen. So, ist das in Ordnung? Weil das wäre so unsere Idee hinter der gesamten Geschichte. Störst du das? Was? Schlägt doch irgendjemand. Schlägt da jemand? Ist da jemand? Oder was? Er ist einer unserer wichtigsten Mitglieder. Sucht ihn auf und bringt ihn zu mir. Vorsicht! Okay, alles klar. Machen wir, Boss Baby. Das heißt, wir suchen jetzt Riesenbaby. Ich höre die ganze Zeit so, hörst du das nicht? Nee. Wo ist das? Komm, glaubst du, da kommt draußen oder sowas. Er wird vielleicht nicht so einfach, er wird sich nicht so einfach ergeben und sein Furz ist tödlich. Vielleicht kann euch das helfen, was ich nicht glaube. Lass, wo können wir diesen Oh Typen, mein Gott! Digga, lass noch nicht nach draußen gehen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin durchs Fenster abgehauen. Du bist durchs Fenster abgehauen. Mann, ich glaube, wir dürfen noch gar nicht rausgehen. Mann, draußen suchen uns bestimmt noch unsere Eltern. Deswegen sollten wir... Ich krieg die Tür nicht zu. Oh nein, Lars, du hast es... Ich krieg die Tür nicht zu, Roman. Okay, ich hab sie zugemacht. Wo bist du denn überhaupt? Ich bin auf dem Dachboden. Ich versteck mich. Lars, du hast es... Ich hab das Motorrad direkt vor der Tür stehen lassen. Die werden uns locker finden, Mann. Oh oh. Okay, pass auf. Ich packe es einfach wieder rein und ich dann ist hier... Oh, sie kommen! Sie ich kommen, sie kommen! Was ist? Sie kommen, das sind unsere Eltern. Lass den Dach... Nein, lass in den Keller gehen! Lass in der Toilette Keller, verstecken! Okay. In der Toilette verstecken! Toilette! Schatz, sieh mal, die Krabbelgruppe! Oh mein Gott, sie kommen! Ich bin auf der... Mach auf! Digga, okay, komm! Ich kann hier durch so einen Schlitz durchgucken. Das sind die bestimmt nicht, sagt der Papa. Toll! Da sind wir also gelandet, hä? Wir beide. In der Toilette einfach. Ich klopfe mal an. Ich will nicht, ich will diesen blöden Babybrei nicht essen. Oh, Junge, ey, was wenn ist die das Tür hier? Aufgeht, wenn wir uns hier hinter verstecken, ist gut. Okay, pass auf, ich setz mich jetzt erstmal hier aufs Klo und lass Man jetzt... Man sieht dich eh nicht. Du siehst aus wie ein Haupt... Oh, okay. Alles klar. Ich darf nicht zu laut sein, Lars. Tut immer halt deine Nase zu. Ein bisschen Kontaminierung schadet nie, gell? Hallo? Jemand da? Hoffentlich kommen die hier nicht runter. Hallo? Jemand, ja? Die einfach mal reingehen. Ich glaube, die kommen rein, gell? Ich schau mal. Sind die da? Ich kann die nicht sehen, Lars. Doch, da ist die Mutter. Sie ist am Eingang. Die sucht uns irgendwie. Ich glaube, die gehen gerade ins zweite Stockwerk rein. Psch, psch. Hallo, ist hier jemand? Muss aufpassen. Ich glaube, die sind kurz davor. In fremde Häuser reingehen. Ich weiß auch nicht. Ja, gell, die gehen einfach so in so fremde Häuser rein. In so eine Krabbelgruppe. Aber die Mutter scheint auch ein bisschen komisch zu sein. Also sie schauen gerade, glaube ich, in der Garage nach. Guck mal unten, einige Babys. Was? Oh mein Gott, wo ist der Vater? Wo hat er uns denn gesehen? Oh! Komm rein. Psch. Ich kann hier durch den Türschlitz was sehen. Kannst du was sehen? Der läuft da, der macht gerade Breakdance. Laber nicht, ich habe gerade die Mutter gesehen. Die müssen gleich einfach wieder hochgehen. Aber nicht unsere. Huh. Okay, das heißt, auf der Toilette sind wir eigentlich ganz gut versteckt, muss ich sagen. Eigentlich alles in Ordnung. Was ist da los?
Nein, die sucht immer noch. Die geht wieder hoch, die geht wieder hoch. Okay, wir sind safe. Wir können jetzt wieder rausgehen. Okay, das sieht schon mal besser aus. Was sag ich mit dem hier? Der spricht gar nicht, oder? Wo geht's bei euch heute Abend hin? Weißt du, gehen so richtig Party machen, gell? Was geht? Die Junge, diese Babys sind alle so richtig brutal, die hier Party machen. Yo! Hey, euch sehe ich zum ersten Mal hier. Hier wird einfach Dings immer Party gemacht, gell? So, jetzt lass hier aus dem Fenster rausgehen. Jetzt müssen wir mal dieses komische Boss-Baby suchen. Oder warte mal, wie hieß das nochmal? Riesenbaby. Das Riesenbaby. Wo findet man denn das Riesenbaby? Ich dachte immer, du bist das Riesenbaby. Nein, nicht du bist doch das Riesenbaby. Nein, du bist es. Glaubst du, wir wollen... Lass am besten unsere Fahrzeuge nehmen, du hast recht. Ich bin ein Baby. Oh mein Gott! Lass! Woher kommt dieses... Alter, das ist es ja schon! Ich hab das gar... Das ist voll wütend auf uns. Oh mein Gott. Pass auf, das ist es. Oh mein Gott, das greift mich sogar an. Es wird mir wahrscheinlich so ein Riesenfurz... Oh mein Gott, das ist echt... Wo ist mein Fahrrad? Das ist das riesigste Riesenbaby, was ich jemals... Das hast du davon! Guck mal, ich prügel mich mit einem Riesenbaby. Aha! Das hast du davon. So, okay, relax, wir müssen vor dem abhauen. Wenn es einen Furz ablässt, lauf! Oh mein Gott, das hat schon seinen Arsch hingestreckt, gell? Okay, komm mit. Wir gehen einfach hier lang, so. Los. Wir müssen davor einfach abhauen, das passt schon. So. Der darf uns nicht erwischen, weil der läuft uns jetzt wahrscheinlich hinterher. Und dann zack, kommst du mit runter. Oh mein Gott, woher kommt der auf einmal wieder? Das Riesenbaby. Okay. Komm schon, trau dir. Komm schon. Hä? Oh mein Gott, der hat die Zunge rausgestreckt. Ich glaube, der will uns essen. Augen, er schielt. Oh Gott, da ist das Postbaby. Hey, Postbaby. Mach du das, wir haben damit nichts. Mein Riesenbaby, da bist du ja. Oh Gott, dieses Baby sieht so ultra komisch aus, dieses Riesenbaby. Oh, Alter, das war das Komischste, glaube ich, was ich jemals so gemacht habe. Ja, Mann, das macht so Babygeräusche richtig, gell? Gaga Gugu. Okay. Gaga Gugu. Dann hätten wir das ja schon mal geschafft. Wie viele Stunden wir uns schon nicht mehr gesehen haben, mein Kleiner. Alter, ich glaub, er freut sich richtig. Ja, die scheinen ja echt richtig beste Freunde zu sein. Eigentlich hatte ich das gar nicht vorgehabt, zwei Babys als Babys zu vereinen, währenddessen wir Babys sind. Aber ja, hoffentlich. Und das sind in der Babywelt, in Baby-Minecraft? Das sind Baby-Minecraft mit der Babywelt und Baby-Baby. Mit Baby-Eltern, mit Baby-Geschwistern. Danke, Babys, für eure Unterstützung. Hier etwas Geld. Oh mein Gott, wir kriegen Geld. Oh mein Gott, Alter, der hat uns Geld. Der hat uns 62 von solchen Goldsäcken hier gegeben. Das ist im Wert von, keine Ahnung, so 200 Millionen oder sowas. Wir sind reich! Riesenbaby und ich sind nun in einer Sitzung. Also, Lars, jetzt haben wir das Riesenbaby befreit, das Bossbaby ist mit dem Riesenbaby befreundet, wir sind jetzt reich. Und wir haben uns vor unseren Eltern versteckt. Was machen wir jetzt? Ja, und wir haben das alles geschafft innerhalb von ein paar Minuten, nachdem wir geboren sind. Wir können schon wirklich stolz auf uns sein. Okay, dann würde ich mal sagen, das, meine werten Damen und Herren, ist eigentlich schon das Gaga-Guru-Baby-Style-Dings gewesen. Oh nein. Oh nein, das sind unsere Eltern, Lars. Haben die Knarren in der Hand? Da sieh mal einer an. Die zwei sehen aus wie unsere Babys. Sag mal, sind das unsere Eltern, die gerade versuchen, mit Waffen uns haben zu die Knarren fangen? In der Hand? Alter, der Vater hat eine Pistole und die Mutter hat einen Granatenwerfer. Jetzt sind wir schwer bewaffnet und ihr habt keine weiteren Chancen zu fliehen. Lars? Was macht man in so einer Situation? Wir können nicht abhauen, die schießen uns ab. Und Mama hat schon zu Hause Essen zubereitet. Essen? Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas gegessen. Ich habe echt auch noch nie. Doch, ich habe schon Steak hier dabei. Willst du mal eins probieren? Ganz gut eigentlich so. Okay, ich würde mich ergeben. Na gut, gehen wir mit ihnen mit. Oh nein. Ich kann schon Fahrrad fahren. Oh toll. Jetzt haben sie uns eingesperrt. Da sitzt unsere Mami. Hey, Gaga Gugu. Da sitzt unser Papi. Wo ist er? Unser Papi sitzt da. Und wir sind jetzt hier. Warum? In Dreiteufels Namen sind wir jetzt in so einem... Im Babyknast einfach, gell? Und wir haben sogar... Unser Toilettenpapier hängt sogar hier. Das heißt also, wir müssen auch hier aufs Klo gehen. Das musst du auch anziehen hier. Oh, na toll. Danke, Mann. Das sind so Ball and Chain. Oh, jetzt ist mein Spiel gecrashed. Nein! Okay, jetzt ist unser Spiel abgestürzt. Wir sind im Knast und wir hoffen, die heutige Folge hat euch gefallen. Falls ja, mein Spiel ist einfach dunkel geworden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!